previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Max, erzähl mir alles. Und damit ein recht herzliches Willkommen hier zu der zweiten Episode von Let's Play Life is Strange. Tja, wir haben hier gerade nochmal in dem Vorspann gesehen, was alles letzte Episode passiert ist. Und was wir auch für Entscheidungen teilweise getroffen haben. Schlummern. Oh Mann, dieser hässliche Wecker direkt am Morgen. Immer die Snooze-Taste. Oh, und direkt Musik. Leertaste, um aufzustehen. Ich finde die Musik schon wieder richtig cool. Und Max sieht echt richtig müde aus. Komm, stehen wir mal auf jetzt. Zum Piepmatz-Kostüm. No amount of rewind will keep me clean. I still need a shower. Okay, da hat sie recht. Können wir hier irgendwas machen? Ah ja, komm, das Bett machen wir natürlich. This totally reminds me of being a kid in my room. Sorry, Mom. I can make my bed whenever I want. Booyah. Wir machen es aber trotzdem mal, ne? Ich meine, wir sind ja eine ordentliche Max. I'm so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. Wird das Konsequenzen haben? Nein, das Gott sei Dank jetzt nicht. Wir haben direkt eine Nachricht bekommen. Und haben wir einen neuen Tagebucheintrag? Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Ne, genau, hier ging's weiter, ne? Hier. Natürlich, ah ne, das haben wir auch gesehen. Genau, das haben wir schon gelesen. Hier geht's dann weiter. Chloe und ich waren am Leuchtturm und beobachteten den Sonnenuntergang. Chloe war locker drauf und erzählte mir mehr über David und seine Überparanoia in der Schule und zu Hause. Alles davon machte Sinn. Aber ich wollte wissen, warum Chloe mit Nathan Prescott in der Toilette war. Sie erzählte mir, dass er mit Drogen dealt und sie ihn für viel Geld erpressen wolle. Er ist so merkwürdig, in welche Richtung unser Leben verlaufen ist. Seit wir das letzte Mal mit 13 etwas unternommen hatten. Dann hatte ich einen weiteren Albtraum oder Dämmerungstraum. Ich war am Leuchtturm und es stürmte wieder. Nur bin ich diesmal einem geisterhaften Reh gefolgt, bis zum Rand der Klippe. Ich konnte den Tornado dabei beobachten, wie er alles in seinem Weg zerstörte und erneut die Spannung in der Luft spüren. Der Leuchtturm zerfiel und ich fühlte mich so hilflos, den Tornado zu beobachten, wie er sich auf die Stadt zubewegte. Dann riss Chloe mich aus dem Traum und ich erzählte ihr, was ich gesehen hatte. Alles, wenn das eigentlich, als wenn das nicht alles schon genug wäre, begann es trotz des warmen Sonnenuntergangs zu schneien. Es fühlte sich so merkwürdig an, beruhigend und wunderschön zugleich. Vor allem, wenn man es mit seiner besten Freundin erlebt. Mit diesen positiven Gedanken bin ich wunderbar eingeschlafen.
so eine neue SMS von Mom und von Chloe. Hi Liebling des Direktors, haben wir schon gesehen. Hey Schatz, ich hoffe, du vergisst nicht die Pflanze zu gießen, die wir dir gegeben hatten. Aber bewässer sie nicht, Mami. Ja, die haben wir ja schon gegossen in der letzten Episode. Und Chloe hat geschrieben. Gott, wo hat sie denn geschrieben? Was denn alles neu? Ach du Scheiße. Hier. Gott, ach Gott, das haben wir doch nicht alles gelesen, oder? Bist du da, Hippie? Was hat es mit dem verdammten Schnee auf sich? Was ist mit deiner neuen Kraft? Oder bist du zurückgereist und hast es herausgefunden? Ich kann nicht so weit zurück, Klugscheißer, und ich brauche deine Hilfe. So wie da, als du Schieftrottel erzählt hast, es wäre dein Gras. Im Ernst, wir müssen reden. Oder ein fettes Frühstück im Two Whales. Aufs Haus. Gebonkt. Es ist gut, Lakaien zu haben. Ich beuge mich, Meister. Frühstück geht klar. Bist du da, Mad Max? Wie gesagt, für dich immer. Keine Emojis. Oh Mann, oh. Triff mich wahrscheinlich um 40 am Diner. Ich werde da sein. Komm nicht zu spät, oder ich weiß, dass du die Zeit nicht auf deiner Seite ist. Werd nicht wieder so high wie in meinem Zimmer. Bin auf dem Weg. Du bist böse. 40 Minuten. Sonst wahrscheinlich irgendwas, böses, ne? Da war gerade die Übersetzung nicht ganz so gut. It is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Ja, gute Freunde, ist auch egal, wie oft du die siehst oder nicht so. Ich sehe meinen allerbesten Freund zum Beispiel auch nicht so oft. Aber wenn ich ihn sehe, dann ist einfach sofort mein bester Freund. Halt, ne? Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr selber einen guten Freund habt. Oder Freundin. It'll be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Mystic Enchantment Cards. Bisschen wie Yu-Gi-Oh, ne? 159 Karten, ne? Wahnsinn. Die Musik... Ach komm, nee, die Musik machen wir aus jetzt. So. Bisschen Ruhe hier hören. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch irgendwas haben. Komm, die Topfpflanze können wir nochmal wassern. Drink up. It's got electrolytes. Diese Aktion will Konsequenzen haben. Ha, wusste ich doch. Okay, gut. Die Pflanze haben wir jetzt gedingst. Hier, das haben wir uns ja letztendlich alle schon angeschaut, ne? Ja, das Duschzeug nehmen wir mal mit. Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So, summer camp. Na, ist auch ziemlich witzig, ne? Also okay, Max, nicht. Let's hit the showers now. Ab unter die Dusche, nachdem wir hier die Schublade geöffnet haben. I wonder if I'll ever wear a watch again. Das ist so eine richtige Grundschul-Starter-Kit-Uhr mit so einem Kind, das eine Brille auf hat und so ein Pflaster darunter kleben hat, ne? Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber jeder hatte so ein Kind mal in der Grundschule. So, jetzt Handy benutzen. Achso. Ja gut, ne, das bringt uns ja jetzt gerade nichts. Hier, was haben wir hier noch? Also, unser Tagebuch, das haben wir ja schon alles. Ne, komm, gehen wir mal raus. Ich glaube, wir haben alles. Oh, hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Stundenplan? Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Die Sprache der Fotografie. Mhm. Weltgeschichte, Algebra. Boah, bloß kein Mathe, Alter. Bloß kein Mathe mehr. Nee, komm, gehen wir mal raus hier. Irgendeine richtig laut Musik. Do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Ach ja, jetzt wissen wir auch woher. Oh, und da vorne ist wieder Alissa. Wo gibt's hier lecker Essen? Ich hab doch hier Chicken Wings gekocht. Nam 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 nam. Oh Mann, ich sollte aufhören, die zu synchronisieren. Why would anybody even care? I thought artists helped each other. Boah, erstmal wegmachen, Alter. Kann mir doch keiner erzählen. So, was schreibt's jetzt hin? Warnings to Wables came on. Two can play at this game, Moriarty. They might not believe it, but they won't be sure. So, was haben wir hier noch? Dann Poster. Brooks Zimmer. Ist sie da? No Brooke here. Hallo Brooke, wir hätten dich aber gerne kennengelernt. Victoria. Fine, hallo? I won't disturb you. Will mal aufmachen hier. Hallo. Fine, I won't disturb you. Und sagt und klopft gleichzeitig. Ja, fine, sehr schön. Ja, alles klar, Max. Was haben wir hier? The marks of Satan. Alter, das machen wir auch erstmal wieder weg. Was soll denn das? Willbank für Gott, Alter, ich glaube, es hackt. So ist besser. I sure would like to catch this hall tagger.
Ist sie da? Kate is an early bird. She might be up and gone. Okay, sie auch nicht. Alyssa, gibt sie einmal Takeaway? Alyssa is such an easy target for those jerks. I should help her. Ja, mit einer Diät oder einer Abnehmkur von Weight Watchers kannst du dir helfen, aber doch nicht sowas. Okay, Alyssa? Immature assholes. Sorry, Max. I'm not feeling social right now. Ich muss ans Essen denken, verpiss dich. Oh Gott. Okay, komm, gehen wir mal duschen oder gucken wir uns da erst um. Oh. Hi, Dana. I've never seen Dana this bouncy and happy without a pot of coffee. Hi, Dana. How are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Ich auch. Me too. I know it's good to just talk about this stuff. You're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Ach komm, natürlich. Warum denn nicht? Wir müssen auch mal ein bisschen rauskommen. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. So, Verhütungsmittel, ne? Hat sie jetzt endlich mal geholt. Nicht nochmal schwanger werden, ist ja klar. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Ja, was ist denn das hier? So ein Verhütungsring oder sind das Kondome? Keine Ahnung. Laptop wollen wir jetzt nicht nochmal benutzen, oder sagt die da was? Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Was steht hier denn? Ghoul Days Halloween Party. Zeigt euch Blackwell Blutsauger. Neben dem Abschlussball und dem großen Footballspiel ist die alljährliche Ghoul Days Black Halloween Party mein Lieblingsjahreszeit. Mach ein Bild von meinem Thriller-Zombie-Move. Director Wells hat uns fast freie Hand gegeben, die Gänge und die Sporthalle geschmackvoll und ungeheuerlich zu dekorieren. Also möchte ich, dass sich die Schüler in die Hosen scheißen, wenn sie in ihren Unterricht gehen. Boah, es ist wirklich bald Halloween, ne? Ich nehme das hier gerade am 5. Oktober auf, 31. Das kann ich mir so lange hin. Freue ich mich schon drauf. Ich weiß, dass ihr alle eine Menge Hausaufgaben erledigen müsst, genau wie ich, aber lasst uns das zu einem Halloween machen, das Blackwell niemals vergessen wird. Das Dekorationskomitee trifft sich in der Sporthalle um 15.30 Uhr am kommenden Donnerstag, 10. Oktober. Hey, in 5 Tagen, 15.30 Uhr, wisst ihr Bescheid. Das gibt dir genügend Zeit, das Treffen nicht platzen zu lassen. Und wenn du nicht kommst und hilfst, die Gänge zu begeistern, kommt der Buh-Mann und holt dich. Lass uns Blackwell unsere Ghoul-Power zeigen. Schauderliche Grüße, Dana von den Toten. Ach ja, ist ja süß gemacht. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Gar nicht so schlecht, ne? Gothic Burlesque Damen-Outfit. Ziemlich cool. Okay. So ruhig jetzt ohne Musik. Inliner? Boah, ich bin schon ewig keine Inliner mehr gefahren. Fällt mir gerade so auf. Rollerblades. Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Oh Mann, Alter, dein Ernst, Max. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Finde ich echt mega cool. Ich finde das cool, wenn Leute in so einen krassen, in so einer, generell zu Weihnachten halt in so eine Stimmung immer reinkommen. Trevor is making himself comfortable. Ugh, hope they don't get busted. Ach Quatsch, komm. Papierkugel? This is both sad and pathetic. Was haben wir denn hier? Dana, ich bin schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich soll dir das schreiben, damit du mich Dumpfbacke nicht für immer hast. Ich weiß, dass ich jedem vorspiele, ein härter Kerl zu sein, aber von dir musste ich das nie tun. Ich bin nicht die Art Mann, die du verdienst. Du hast gesehen, wie ich mich verdrückt habe. Wenn du irgendwie Geld... Achso, das haben wir schon gelesen, ne? Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, das haben wir gelesen. Wen haben wir hier? Juliet? Whatever they're watching must be hot stuff. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Das ist nicht cool. Warum? Das ist nicht cool. That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club.
Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Was mit Victoria? Was mit Zachary? Bist du dir sicher? Was mit Victoria? What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. My mind works in devious ways too. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Sehr gut. Haben wir doch schon mal was erreicht? There's Brooke, looking smarter than everybody. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Hast du den Schnee gesehen? Du wirkst abgelenkt. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Das werde ich später. I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Sehen uns. Wen haben wir hier? Taylor wird wahrscheinlich aber auch nicht rangehen, ne? Oder rauskommen. Taylor is no doubt being led around by Victoria. Genau. Oh, Stella? Go away! People sleeping! Clearly not a morning person. Und nochmal. Einfach weil es so schön war. Go away! People sleeping! Me, 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 me. Clearly not a morning person. Okay, komm. Gehen wir mal duschen jetzt. Ja. Gehen wir duschen. Dann wollen wir mal. Oh, da ist Kate. Haben wir hier noch irgendwas, was wir uns anschauen können? Nee, aber dann reden wir direkt mal mit Kate jetzt. Kate is not good. I wish David would get off her crack, as Chloe would say. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max. Do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Die tut mir so leid, ne? Boah, arme Kate, ey, ohne Scheiß. Komm mal, wir gehen jetzt erstmal duschen. Mit dem Piepmatz-Kostüm. Ne, Quatsch, sieht's ja natürlich aus noch. Boah, jetzt auf eine warme Dusche hätte ich irgendwie Bock, ne? Das wäre irgendwie jetzt ganz geil. Passiert hier gleich was? What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it.
Alter, es ist so uncool, ne? Und ich hasse die zwei einfach so abgrundtief, Mann. Nachdem man eigentlich gedacht hat, dass Victoria sich ein bisschen zusammengerissen hat jetzt. Aber nein, natürlich nicht. Das machen wir erstmal weg jetzt. I better get dressed than go give back Kate's book. Ja, erst schauen wir uns hier aber nochmal kurz um. Otter Power? I'm so not there. Also haben wir ja schon gesehen, ne? Dreht eine besten Heilkutsche und bla bla bla. Tampons? I'm good to flow, thanks. Oh, Alter, läuft gut bei mir, your Ernst, ey. Das ist bestimmt Grippeviren? The last time I got a flu shot, I got the flu. Ja, ja. Fuck you. Water is almost as good as a cup of strong tea when I'm in sleepy mode. Ja, auf jeden Fall. Hello? Water? Sorry, I forgot. Können wir das nochmal machen? Ah ne, schade. Oops, I forgot about the water pressure. Oops, I forgot about the water pressure. Okay, können wir nicht mehr anmachen. So eine Nachricht, die löschen wir jetzt gleich. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Erstmal even if hier I can wegmachen. Stop one person from watching it, it's worth it. Das stimmt. Dass es Konsequenzen haben hat, ist auch so ein Scheißegal. Weil ganz ehrlich, wir spielen es immer ein bisschen aggressiver hier. Wir können Kate nicht so einfach machen lassen. Who cares, you bitch? Aha. Rachel ist a whore. Ach Gott, Alter, was geht denn ab? So, also erstmal ab aufs Zimmer. Passiert hier noch irgendwas im Gang? Nee, ne? Nee. Gut, dann rennen wir mal ein bisschen ins Zimmer. Ja, nö, alle Türen sind zu, dann geht's mal wieder rein. Wir ziehen uns erstmal um, würde ich sagen. So, Klamotten müssen ja hier sein, genau. Und dann erstmal raus aus dem Piepmatz-Kostüm. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Wollte gerade sagen, wir können die Zeit zurückspulen, Max. Also ist hier mal viel cooler als Hold Albert up. Einstein. I need to find the book before going to see Kate. Achso, ups, stimmt ja. Hier vielleicht? My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Zettel? Oh, ich sehe schon kommen, Alter. Ah, war ja klar. Of course she just spilled soda on Kate's book. I better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Boah, das ist so geil, ne? Einfach hier einmal. So, komm ein bisschen schneller. So. Und jetzt bewegen wir das Be gone, Glas erstmal. Foul soft drink. Und jetzt das Buch. Aha, you sneaky book. You're mine. Sehr schön. Und raus geht's. Now I can finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Boah, Mann, wie cool das sein muss, ne? Okay. Kate müsste hier sein, genau. Und wir haben, was, private Nummer? Halt lieber dein besserwisserisches Mundwerk oder ich komme nicht holen. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Hm, wer das wohl geschrieben hat? Nathan, was? Alter, was ein Arschloch, ey. Ohne Scheiß. Was ein Arschloch. Unfassbar. Okay. Wir haben neue Tagebucheinträge. Weiter. Ich bin 8. Oktober. Ich bin heute Morgen als anderer Mensch aufgewacht, auch wenn es noch niemand weiß. Nach der gestrigen sehr intensiven Offenbarung meiner Rückspulkräfte und dem Retten von Chloes Leben mitten in anderen grotesken Zeugen Blackwell, wie Victoria es ausdrücken würde, muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, meine Fotos der Welt zu zeigen, würde schwer werden. Nachdem ich Chloe gestern an meinen Wohnheim rausgeworfen hat, habe ich versucht, mehr über diesen außergewöhnlichen Schneefall beim Leuchtturm herauszufinden. Aber die örtlichen Meteorologen tappten noch im Dunkeln. Ich war so abgefuckt, weil ich die ganze Nacht durchgebüffelt und die Physik erforscht habe. Und weil ich nicht Warren bin, wusste ich am Ende weniger über meine Situation als zuvor. Das kenne ich zu gut. Ich glaube nicht wirklich, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall zusammenhängen. Aber im Moment weiß ich nicht, was ich verdammt nochmal glauben soll. Ich bin nur echt froh, dass Chloe und ich wieder zusammen sind. Das muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und Chloe zum Frühstück treffen. Der Herr weiß, dass ich es brauche. Im Duschraum habe ich Kate getroffen. Sie hat gefragt, ob sie ihr Buch zurückhaben kann. Ich liebe dieses Buch und brauche unbedingt auch eine Kopie davon. Natürlich sind Victoria und Taylor reingeplatzt, als ich geduscht habe und haben die arme Kate wieder wegen des Videos aufgezogen.
Um ihre Dummheit noch zu unterstreichen, haben sie den Link auf den Spiegel geschrieben. Ich verstehe einfach nicht, wie sie mit diesem Benehmen davonkommt. Victoria hat alles. Was hat sie davon, wenn sie Kate Marsh so handelt? Wir sollen uns hier wie Erwachsene benehmen. Ich schwöre, es ist wie ein Battle Royale. Nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria schafft es, dass ich mich unter der Dusche schmutzig fühle. Okay, und hier ist anscheinend noch nichts, außer ein cooles Bild von Victoria. Sie setzt mich, ich muss Kate ihr Buch zurückbringen. Oh, shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. If I'm not already. Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, wir können langsam nämlich nicht mehr viel machen, egal welche Entscheidung wir treffen, es wird immer gefährlich für uns jetzt werden. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Oh Gott, die Arme. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben uns gerade eben einen verstörenden Anruf von Director Wells wegen dir und irgendeinem Partyvideo bekommen. Unsere Bedenken, dich an die Blackwood zu schicken, scheinen gerechtfertigt gewesen zu sein. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir diese Angelegenheit ausführlich besprechen können. Wir hoffen, dass du keine Schande über die Familie gebracht hast. Wir beten für dich und erwarten von dir, dass du um Vergebung betest, deine Mutter. Was zur Hölle, Alter? Die ist völlig am Arsch und dann kriegt die von ihrer Mutter immer noch so eine Scheißnachricht. Was geht denn ab, ey? Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Man sieht auch direkt, wie das hier ganz viel düsterer gemacht ist, das Zimmer. Wieder richtig geil. Kannst du einfach wiederholen. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Pigsty. Bibel. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Matthäus 11,28. Kommt alle zu mir, die ihr euch geplagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nicht, dass sie sich umbringen will, ne? Der Gerechte freut sich, wenn Recht geschieht, doch der Übeltäter versetzt das in Schrecken. Was haben wir hier? Damn, it's the All-American Zombie Family. Oh Mann, echt so, Alter. Voll heftig. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Sieht ein bisschen aus wie Professor Layton, die ganzen Charaktere, ne? Also ich finde schon. Weiß ja nicht, wer das Game von euch gezockt hat oder kennt. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Oh Mann, die arme Gigantic Hen in the Tiny Dino. Help. Ach du Scheiße. Postkarte. Kate really has a doting father. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes 1,5. Kate, du wirst immer mein hellstes Licht in der Dunkelzeit sein. Liebe und Umarmung, Dad. Oh Mann, ich glaube, dass ihr Dad sie zumindest richtig arg liebt, nicht so wie die Mutter, Alter. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Oh ja, es ist so schön hier. Oh ja, es ist so toll hier. Es ist alles so scheiße hier. Ich hab Hunger. Kann man die Kamera essen? Ja. So wie dazu. Hey, I'm trying to use my powers for good. Oh, wir können ein neues Foto machen. That is the cutest bunny ever. Oh. I bet Kate is a good mommy. Voll süß, ne? Erstmal ein Foto machen. Sehr gut, das war das neue Foto. Hier haben wir einen Brief. Ouch. She left out Amnation. Liebe Katie, kein Gast oder Teufel hätte mich auf das vorbereiten können, was du in diesem Video getan hast. Wie eine Schlange hast du deine Metzenpersönlichkeit vor Gottes Augen entblößt. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Heulenfeuer beten. Tantchenmarsch. Was zur Hölle geht denn ab, Mann? Steht doch mal hinter eurer Familienangehörigen, Mann. Gott. Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Scheiße, ey. Da oben haben wir noch ein Bild.
Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Oh Mann, die tut mir so leid. Poor Kate. She doesn't look good. Hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Ich hatte keine Wahl. I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Was ist mit dem Video? Warum? Hast du mit ihm gefeiert? Wir sollten, glaube ich, nicht jetzt sofort mit dem Video anfangen, oder? Fragen wir sie selber mal, warum. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Hört sich nicht nach dir an, das ist schrecklich. Warum wolltest du hingehen? So, why would you go? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Nicht genug, um sich abzuschießen. Wir wissen ja von Victoria, dass sie ja unter Drogen gesetzt wurde. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott, die kleine Missgeburt, Alter. Ja, leck mich doch am Arsch. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And that's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Ach du Scheiße, Alter. Das ist so heftig und das tut mir so unfassbar leid, ne? Oh Mann, ey. Das doch scheiße ist das. So Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Das Ding ist, wir können ja nicht wirklich zurückspulen jetzt und gucken, was dabei rauskommt. Nach Beweisen zu suchen wäre meiner Meinung nach sinnvoller, weil wenn sie zur Polizei geht, könnte ja alles ziemlich eskalieren, aber andererseits, wenn die es nicht macht. Okay, wir sagen erstmal, dass sie zur Polizei gehen soll, spulen dann zurück und sagen, gucken wir, was passiert, wenn wir sagen, nach Beweisen suchen. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police. And also Principal Wells.
With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you in everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Genau deswegen spulen wir jetzt das allererste Mal zurück und schauen mal, was passiert, wenn wir sagen, dass wir langsam machen sollen, was ja, wie gesagt, meiner Meinung nach die bessere Entscheidung ist. Was hättet ihr denn genommen? Schreibt's doch mal in die Kommentare, interessiert mich immer. Achso, müssen wir noch weiter zurückspulen. Nee, ne? Nee, Quatsch. Stopp! Alter, stopp! Boah, wie kann ich denn da aufhören? Hilfe! Okay, Leute, ich kann gar nicht aufhören, zurückzuspulen. Es tut mir leid. Jetzt. Och nee, müssen wir jetzt nochmal mit dir reden? Hey, Kate. Ach du Scheiße. Boah, das tut mir jetzt leid, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gut, jetzt haben wir aber keine Wahl. Ich schneide das mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt aber. Diesmal sagen wir ihr, dass wir erstmal nach Beweisen suchen sollten. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Oh Mann, auch wenn das jetzt an sich für sie jetzt gerade ein bisschen blöder war, ich glaube letztendlich war es dann doch die richtige Entscheidung, ihr zu sagen, dass wir jetzt erstmal warten sollen. Und ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge für heute und wir sehen uns dann in der morgigen Folge. Bis dahin.